Hallo Freunde meines Kanals, ich bin's wieder, euer Max. Wie ihr schon eben gesehen habt, geht es diesmal um viel Verdünnung und Farben. Und zwar, wie man Verbrennung am Fahrzeug simuliert, nur mit Pinsel und Farbe. Die erste Farbschicht muss immer ein Rostbraun sein und darüber muss eine schöne Schicht Klarlack kommen. Das ist wichtig, ansonsten kommt ihr auf die Originalfarbe des Plastiks zurück. Außerdem ist bei dieser Technik wichtig, dass der Klarlack schön lange trocknen kann. Als erstes wasche ich die komplette Farbe, die ich nach der Grundierung aufgemacht habe, wieder ab. Jetzt nehme ich einen Zahnstocher und mache ein bisschen Struktur rein. Diese Struktur soll verbrannte Farbreste auf dem Metall simulieren. Denn wenn Metall heiß wird, verbrennt nur die Oberflächenfarbe und hinterlässt eine Patina. Weiter geht's mit einem mattschwarzen Farbton. Welchen ihr benutzt, ist egal. Ich habe jetzt den von Tamiya genommen und tupfe nur ganz sanft einfach ein bisschen schwarz in die Mitte. Sehr wichtig ist, dass ihr die Farbe tupft und nicht verstreicht. So, jetzt nehme ich Verdünnung und verblende im Grunde genommen das Ganze um das Schwarz rum. Während ich mit dem Pinsel in die Verdünnung tauche, färbt sich die Verdünnung leicht schwarz, was ich mir zunutze mache. Und immer schön darauf achten, dass ihr nur tupft. Ihr seht, dass sich meine Verdünnung schwarz gefärbt hat. Das ist auch der Grund, warum ich nur ganz wenig Verdünnung benutze in dem Becher. Und wieder wird das Schwarz mit Tupfen verblendet. Ihr müsst schön sanft tupfen. Eigentlich sollen sich die Farbtöne darunter mit dem Schwarz vermischen. Dieses Video ist übrigens nicht schneller gedreht und auch eigentlich nicht gekürzt. Wenn was geschnitten ist, liegt es daran, dass das Bild unscharf wurde oder ich ein wenig aus dem Bild gewandert bin. Ich würde diese Methode fast als Nass-in-Nass-Methode bezeichnen. Und wieder mache ich ein bisschen schwarz an bestimmte Stellen, wo ich denke, dass da die Hitze am stärksten war. Wie ihr sehen könnt, mache ich immer noch ein paar Stellen in Schwarz und die verblende ich dann mit dem Verdünner. So bekomme ich lauter verschiedene Farbtöne von Grau, Schwarz, Braun und so weiter. Was ich jetzt auf dem Panzer verteile, ist eigentlich nur noch schwarz gefärbte Verdünnung. Eigentlich stippe ich den Pinsel nur ganz leicht in die Farbe. Ich möchte nicht viel Farbe aufbringen, nur noch so ein paar Nuancen. Dadurch bekomme ich ein schön fleckiges Farbbild. Jetzt trockne ich das Ganze mit dem Föhn an, bevor ich den nächsten Farbton benutze. Das ist jetzt ein Weiß oder ein helles Grau, egal was ihr nehmt. Es funktioniert beides. Und wieder die gleiche Technik. Ganz vorsichtig auf die Stellen stippen, die am meisten Hitze abbekommen haben sollen. Für die neue Farbe benutze ich natürlich auch frische Verdünnung. Und wieder verblende ich mit der Verdünnung so, dass ich verschiedene Schattierungen habe. In der Mitte ein sehr helles Weiß, außenrum wird es grau und braun. Mit der weißen Farbe simuliere ich Asche, die durch die Farbe, durch die farbliche Verbrennung auf dem Metall übrig bleibt, also so eine Art Patina. Denn wenn man sich Bilder von verbranntem Metall anguckt, ist das mehr weißlich als schwarz. Und das liegt an der Patina. Es ist eine chemische Reaktion, die durchs Ausglühen vom Metall entsteht.
nehmt immer nur eine ganz kleine Spitze an Farbe auf. Also dass der Pinsel im Grunde genommen ja, also gar nicht so richtig Farbe in sich drinne hat. Und immer wieder wische ich, wenn ich zu viel Farbe habe, das Ganze in der Serviette ab und reinige meinen Pinsel in der Verdünnung. Und wieder verblende ich das Ganze mit der Verdünnung so, dass das verschiedene Farbtöne am Ende ergibt. Das Gute ist, ihr braucht für diese Technik eigentlich nur 3 verschiedene Farben und Verdünnung. Dann klappt das von ganz alleine. Denn Grau und Dunkelgrau und Hellgrau und Rostbraun entsteht von ganz alleine durch die Verdünnung. Jetzt hat auch die Verdünnung wieder eine weißliche Farbe angenommen, die ich mir wieder zu Nutzen mache. Ich denke, ihr seht jetzt schon, worauf ich hinaus will. Und immer wieder sorge ich dafür, dass der Pinsel ein bisschen nass ist. Nicht zu nass, aber ja, mehr als feucht auf jeden Fall, so dass ich das immer wieder alles anlösen kann, was darunter ist. Zwischendurch wische ich den Pinsel immer wieder in ein Tuch ab. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus, nach den ersten 2 Farben. Farbe Nummer 3. Ihr könnt eigentlich ein Orange nehmen oder ein helles Rot. Das geht genauso. Und seht ihr, ich habe nur einen Mini-Tropfen an Farbe. Also ich mache nur wirklich mit geringen Farbmengen darum. Das meiste passiert durch die Farbe, die vorher auf dem Panzer war und durch die Verdünnung. Mit der orangenen Farbe möchte ich nur noch ein bisschen Anrostung, die nach der Verbrennung entstanden sind, simulieren. Ja, so sieht das Ganze aus, nachdem ich die orangene Farbe benutzt habe. Sie wird im Endeffekt durch die Verdünnung braun. Also tatsächlich ein richtiges Rostbraun. Ja, und das ist jetzt das Ergebnis meiner verbrannten Stelle am Panzer. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal mit 4 Farben und zwar an den Zusatztanks. Der eine soll explosiert sein und der andere durch den Beschuss durchlöchert. Dazu nehme ich noch eine 4. Farbe und zwar Eisen von Tamiya. Auch nehme ich diesmal den Verdünner von Tamiya, damit ihr seht, es geht mit jedem Verdünner. Hier pinsel ich die Stellen, die verbrannt sein sollen, erst mit dem Eisen und dann tupfe ich matt schwarz überall an. Leider bin ich hier dann und wann aus dem Bild gewandert. Es tut mir leid, aber ich versuche es so gut euch zu zeigen, wie ich kann. Wie gesagt, die Schnitte haben nichts mit der Geschwindigkeit, sondern nur damit zu tun, dass ich aus dem Bild gewandert bin. Nachdem ich die Farbe aufgetragen habe, nehme ich die Verdünnung und benutze sie dazu, um die Farben ineinander verlaufen zu lassen. Das heißt, ich habe die Originalfarbe vom Tank und das Iron und das Schwarz. Und das Ganze vermische ich jetzt durch Tupfen mit Verdünnung. So entstehen wieder 3 verschiedene Farbtöne. Das Original Tankgrün, das Iron und das Matt Schwarz. Hier das Ergebnis nach den ersten 2 Farben. Ich benutze in der Regel ältere Pinsel, die schon in der Struktur etwas ausgehärtet sind, oder einen kleinen Borstenpinsel. Nur so bekommt man diese fleckige Struktur hin, weil es soll ja auch etwas rau werden durch die abgeblätterte Patina. Für die Bekannten benutze ich jetzt nur die Verdünnung, die sich durch das Einstippen des Pinsels langsam schwarz gefärbt hat.
Und immer wieder ist wichtig, dass ihr den Pinsel in einer Serviette oder in einem Küchentuch reinigt. Auch hier nehme ich wie beim ersten Mal wieder ein Weiß oder ein leichtes Hellgrau. Jetzt gehe ich mit der hellen Farbe etwas gröber um, weil das Verteilen kommt ja gleich durch die Verdünnung. Es sieht zwar aus, als wenn ich pinsel, aber eigentlich tupfe ich nur. Es ist ja fast nicht zu sehen, dieses Tupfen. Es ist nur immer so ein Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Jetzt fange ich wieder an, mit Farben rumzuspielen. Hier mal ein bisschen schwarz, da mal ein bisschen weiß und immer wieder schön verblenden. Und solltet ihr zu viel Farbe auf den Pinsel aufnehmen, bitte immer in einem Küchentuch oder Serviette abwischen. Ich stippe den Pinsel gar nicht in die Farbe. Ich mache den nassen Pinsel, in dem der Verdünnung ist, den halte ich einfach nur mal kurz an den Rand des Farbglases ran. So, dass er nur ein bisschen Farbe aufnimmt. Gerade so viel, dass ich ein bisschen nachschwärzen kann. Immer wenn der Pinsel nach unten verschwindet, wische ich ihn in einem Küchentuch sauber. Wie ihr seht, sind das nur noch schwarze Anhaftungen am Pinsel, also gar keine wirkliche Farbe, die mir an der Spitze dran ist, und die verteile ich jetzt. Achtet mal drauf, wie wenig Weiß ich eigentlich nur aufnehme mit dem Pinsel. Jetzt habe ich mir noch ein paar Stellen ausgesucht, wo die Hitze sehr extrem gewesen sein soll. Nachdem ich den Pinsel wieder abgewischt habe, stippe ich ihn in Verdünnung und verblende wieder. Dieses Tutorial habe ich übrigens nachträglich mir einfallen lassen, weil ich eigentlich das Video über das Panzerdiorama machen wollte und habe gesehen, dass ich bei dieser Verbrennungsgeschichte doch unheimlich viel Zeit brauche, um das zu zeigen und zu erklären. Und einfach mal so ein Zeitsprung, wo zack das Ganze verbrannt aussieht, wollte ich nicht machen, weil ihr sollt das ja auch nachvollziehen können, was ich tue bei meinem Modellbauarbeiten. Also habe ich beschlossen, daraus ein extra Video zu machen. Langsam seht ihr auch das Iron wieder hervorkommen unter den ganzen Weiß und Schwarz. Ich benutze nur noch einen relativ trockenen Pinsel, den ich immer wieder in der Serviette oder im Küchentuch abwische und die Spitze nur noch leicht befeuchte mit Verdünnung. Man kann sich das ein bisschen wie Trockenbürsten mit Verdünnung vorstellen. Sorry Leute, hier hat die Kamera mehr den Hintergrund als den Vordergrund fixiert. Ich schnall das erst gleich und gleich wird's besser. Trotzdem wollte ich euch nicht vorenthalten, wie das Ganze jetzt nach den drei Farben aussieht. So, jetzt aber weg mit dem Sheet und alles klar für freie Sicht. So Leute, jetzt könnt ihr besser kicken, was ich gemockt habe. Für alle, die das nicht verstanden haben, jetzt könnt ihr besser sehen, was ich gemacht habe. Das war mal kurz ein hamburgerischer Auszug. Ja, und wieder ein Tuff Orange. Ihr seht, es ist nur ein Mini-Tropfen, den ich da reinmache. Und ich nehme nur eine Mini-Spitze davon auf. Leider laufe ich hier schon wieder aus dem Bild raus. Leute, es tut mir echt so leid, aber es wird gleich wieder besser. Nachdem ich die Farbe aufgetragen habe, verreibe ich sie gleich so weit, dass es aussieht, als wenn es rostbraune Flecken sind. Ich habe nur ein klein wenig Verdünnung an der Pinselspitze und ja, verblende im Grunde genommen wieder diese ganzen orangenen Flecken.
Es ist ja so, selbst wenn das ein trockenes Gebiet ist, durch die Luftfeuchtigkeit bildet sich immer Rost auf den ausgeglühten Stellen. Und je nachdem, in was für einem Land man den Brandschaden simuliert, so viel Rost muss man machen. Oder wie alt der Brand ist, spielt auch noch eine Rolle. Das müsst ihr für euch dann ausmachen. Dass ich hier jetzt keine Rostpigmente oder irgendwas anderes nehme, Washes oder so, das liegt daran, dass ich diese Technik damals vor 40 Jahren benutzt habe, um Tanks rostig zu machen oder Fahrzeuge verbrannt aussehen zu lassen. Und diese Technik habe ich mir beibehalten, weil sie mir sehr gut gefällt. Natürlich kann ich den Sheet mit den neuen Sachen auch, aber guck mal. Das sieht doch echt schon klasse aus. Also wenn man das jetzt noch mal einmal schön trocken föhnt und einen schönen satten Mattlack draufsetzt, sodass da kein Glanz mehr ist, dann sieht es wirklich verbrannt aus. Ja, jetzt mache ich noch die Kanten, die Bruchkanten ein bisschen orange, weil da bildet sich natürlich als erstes Rost, weil da keine Farbe drauf ist. Es ist natürlich auch so, dass meine Kamera immer noch die Farben leicht verfälscht. Also es sieht schon ein bisschen, ja, schwärzer aus, glaube ich, als es auf dem Film zu sehen ist. Also dieses etwas Bunte, das holen, glaube ich, die Handykameras immer hervor. Kommen am Schluss nur noch ein paar kleine Pünktchen drauf, die ich dann auch noch mal mit Verdünnung ein bisschen verwisch. Und ja, dann kommen wir schon zum Ende des Videos. Also ich hoffe mal, das Tutorial war für euch interessant und vielleicht möchtet ihr das mal nachmachen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Ich antworte euch selbstverständlich sofort. Ja, schauen wir weiter zu. Ich benutze jetzt wieder einen sehr nassen Pinsel, einen Spitzenpinsel, wie ihr seht. Den benutze ich jetzt dafür, damit ich die Farben, die unter dem Orange sind, wieder ein bisschen hervorhole. Denn durch die Verdünnung wird das Ganze darunter wieder leicht angelöst. Ihr seht, Vallejo-Farben lassen sich mit der Verdünnung nicht ganz so gut verarbeiten. Man muss einfach länger drauf bleiben oder sie länger einweichen. Dann geht es natürlich auch selbstverständlich ganz einfach. Jo, und so sieht es danach aus. Jetzt föhne ich das Ganze schnell trocken, um mir das Endergebnis genau anzugucken. Also mir gefällt das hier richtig gut, was ich gerade sehe. Sollte es mir nicht gefallen, kann ich immer noch mit der Verdünnung das Ganze wieder leicht anlösen und noch Veränderungen herbeiführen. Am schönsten finde ich es, wenn die ganzen Strukturen schön verlaufen und das Orange teilweise noch ein paar Pünktchen einfach drauf sind, so wie Rostflecken, die gerade anfangen durchzubrechen. Wenn man will, kann man noch ein bisschen Feintuning mit Panelliner machen, aber mir gefällt es auch so. Um euch zu demonstrieren, wie das Ganze denn am Fahrzeug aussieht, klebe ich den Tank mit Liquid Mask schnell mal an. Zeit, den Mattlack drauf zu lackieren. Ich nehme dazu gern den Mattlack von BMS, weil der ist so richtig schön sattmatt, also ein richtig schöner Mattton. Und damit ich das Ergebnis schneller habe, föhne ich das Ganze mit dem Föhntrocken. Hier ist übrigens mein zerschossener Tank, den ich schon vorher vorbereitet habe. Man kann hier sehr schön sehen, wie der Mattlack von glänzend auf matt abzieht durch das Föhn und das Endergebnis, ja, lässt sich doch auch sehen, oder? Übrigens, da wo die Tankbänder saßen, habe ich den Tank ein bisschen angeritzt und Zusatzfarbe reingemacht. Der Tank soll vorher hier am Fahrzeug gesessen haben, so dass im Grunde genommen der eine Tank zerschossen worden ist, Feuer gefangen hat und der andere dadurch explodiert ist. Zum Glück ist der Panzer nicht ausgebrannt und so sind wir zu unserem Beutepanzer gekommen.
Ja, und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch geholfen, die Angst vor Verbrennung zu nehmen. Es ist eine ganz einfache Technik. Übt sie einfach mal an einem ganz einfachen Stück Plastik, was ihr schnell mal lackiert. Und ihr werdet euch wundern, wie schnell man damit schöne Ergebnisse hinkriegt. Ja Leute, Ende im Gelände. Über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich wie immer freuen. Bis dann, euer Max. Ach ja, das Diorama oder das Display ist auch schon fast fertig. Es kommt die Tage rein. Tschüss.